auch ein schönes Hallo von mir. Ich freue mich, dass sehr viele da sind. Und ich habe mir auch natürlich Gedanken gemacht, was man hier sagt. Die meisten wissen alles das, was ich hier sagen wollte und würde. Aber ich sehe sehr viele Leute, die rundherum herumstehen und einfach nur mal neugierig stehen bleiben. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich freue mich, dass viele Polizisten da sind, weil auch die können ruhig mal zuhören und unseren Argumenten folgen. Insofern auch hier ein herzliches Dankeschön und willkommen fürs Hiersein. Ich bin ein bisschen außen rumgelaufen und habe mitbekommen, dass hier offensichtlich ein paar Leute stehen, die gern kiffen und dafür nicht mehr bestraft werden wollen. Was mich angeht, muss ich euch da ein bisschen enttäuschen, weil mir ehrlich gesagt Hanf oder Cannabis relativ egal ist. Ich habe dazu keine Affinität. Was mir nicht egal ist, ist Rechtsstaatlichkeit, ist Demokratie und ist die angemessene Berücksichtigung freiheitlicher Grundprinzipien. Rechtsstaatlichkeit für alle heißt auch Rechtsstaatlichkeit für Menschen, die der Meinung sind, ihr Recht auf Rausch so zu befriedigen, wie sie es gerne wollen. Ich werde oft gefragt, warum ich das Recht auf Rausch nicht noch mehr thematisiere. Das Recht auf Rausch gibt es seit Hunderten von Jahren in unserer Region. Und wer das nicht glaubt, die Kollegen in Grün können das gerne mal ausprobieren. Die können im Oktober nach München fahren. Da wird das Recht auf Rausch völlig legal zelebriert. Und andere Leute, auch in München, werden strafrechtlich verfolgt, wenn sie ein paar Gramm Cannabis bei sich haben. Einige werden es wissen. Ich selber komme aus dem Bereich der Polizei, ich bin Kriminaloberkommissar AD und ich habe in der Rauschgiftbekämpfung gearbeitet. Und da kriegt man Fragen, wenn man seinen Job richtig gelernt hat. Der Staat greift in die Grundrechte von Menschen ein. Das darf er, wenn das verhältnismäßig ist. Das lernt man als Polizeibeamter. Das heißt geeignet, erforderlich und angemessen. Aus eurer Sicht heraus fragt man sich, wo das angemessen hier erfüllt ist. Wenn jemand anderen schädigt oder gefährdet, ist es legitim, ihn dafür zu bestrafen. Wo ist der Schaden für andere, wenn jemand einen Joint raucht? Es ist eine absolute Ausnahme im deutschen Strafrecht. Niemand wird geschädigt, wenn jemand ein paar Joints raucht oder etwas anderes, Tee, Kekse, was es da alles gibt. Da kennt ihr euch besser aus als ich. Das heißt, angemessen heißt auch eine Angemessenheit der Mittel. Dazu gehört halt nicht nur eine Strafanzeige, die dann wegen Geringfügigkeit gleich wieder eingestellt wird, meistens. Dazu gehören nicht nur die Haftstrafen, wenn man etwas mehr dabei hatte oder selbst angebaut hat. Dazu gehört auch eine unangemessene Zahl von vielen Kontrollen auf der Straße bis hin zur Leibesvisitation. Dazu gehören Wohnungsdurchsuchungen und dazu gehört eine immer wieder laufende, querende Gängelung, sei es beim Führerschein, sei es bei anderen Sachen. Die Angemessenheit der Dinge, und da bin ich ganz pragmatisch, ist hier eindeutig in Frage zu stellen und die Rechtsstaatlichkeit ist hier in Frage zu stellen. Aber wer immer noch der Meinung ist, dass Cannabis aus der Gesellschaft verbannt werden muss, trotz aller Fragen der Angemessenheit, der soll sich fragen, wie die Geeignetheit der staatlichen Mittel aussieht, wie viel polizeiliche Kontrollen, wie viel Strafen, wie viel Drangsalierungen erfolgen und was dann das Ergebnis ist. Und das ist ja vorhin schon gesagt worden. Trotz aller Repressalien, trotz aller Verfolgungsmaßnahmen wird in Deutschland genauso viel gekifft, genauso viel konsumiert wie in Staaten, die völlig anders damit umgehen. Sehr viel Geld, 1,6 Milliarden Euro, werden in Deutschland dazu aufgewendet, um diese Repression zu zelebrieren. Und die Gegner des Cannabiskonsums sprechen sehr viel von den Kindern, von den Langzeitschäden. Aber wirklich präventiv was zu machen, dafür sind keine Mittel da, dafür ist kein Geld da. Projekte wie Drug-Checking, wie Beratung, wie Begleitung, eine suchtbegleitende Beratung, all das steht ohne Geld da. Viele Projekte gehen den Bach runter, weil kein Geld da ist. Aber für Polizeibeamte, die immer wieder durch die Straßen gehen und ein ums andere kontrollieren, dafür ist das Geld da. Deswegen fordern wir eine Umkehr des Denkens, einen akzeptierenden Umgang mit der Drogenpolitik in Deutschland und entsprechend ein anderes Denken. Deswegen ist meine Aufforderung, lasst uns nicht so sehr darüber diskutieren, mit welchem Modell Cannabis am besten legalisiert werden kann. Die Grünen haben einen Antrag im Bundestag, wir haben einen Antrag im Bundestag. Lasst uns gemeinsam dafür streiten, dass generell in der Gesellschaft ein Umdenken erfolgt.
dass man generell bereit ist, darüber zu diskutieren, wie sinnvoll das ist, was bisher der Staat macht. Es gibt sehr viele Argumente. Ich hab mich ja sehr schwer diesem Thema genähert. Es ist gar nicht so leicht, von jemandem, der selbst aus der Strafverfolgung kommt, sich solchen Positionen anzunähern. Und wenn man dann unterwegs ist, ob das Sozialpolitiker sind, ob das Gesundheitswissenschaftler sind, ob es Rechtswissenschaftler sind, alle sagen, wenn sie intensiv damit beschäftigt sind, der Weg der Repression ist falsch und schädlich für die Gesellschaft und schädlich für den Einzelnen. Und das muss erstmal rein in die Köpfe. Und wenn wir das mehrheitsfähig haben, und das versuchen wir über die Parlamente zu machen, dass die Öffentlichkeit überhaupt wieder Notiz davon nimmt, wenn das erreicht ist, dann können wir uns darüber diskutieren, ob wir nun Cannabis-Clubs wollen, ob jeder den Anbau wollen oder ob es Drogenfachgeschäfte geben soll. All das können wir hinterher klären. Aber erstmal muss die Gesellschaft zum Umdenken bereit sein. Und dazu ist diese Veranstaltung hier enorm wichtig. Nicht nur, weil ihr alle hier seid, sondern weil rundherum Leute stehen, die sehr skeptisch sind, die neugierig sind. Und weil einige Polizeibeamte hier sind, die vielleicht bei den ganzen Kontrollen auch mal Zeit haben, ein paar Worte zuzuhören. Dankeschön. Frank Tempel, Mitglied des Bundestages für die Partei Die Linke. Vielen Dank. Jetzt.